Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 18 von Transport Fever 2. Wir haben letztes Mal hier reingeguckt, wir haben geguckt, wie viel Kredit wir aufnehmen können und da waren ja 30 Millionen möglich. Und da spielen wir jetzt mit dem Gedanken, einen weiteren Zug zu bekommen, beziehungsweise vielleicht den da auszuwechseln. Da müssen wir mal gucken, was wir da angehen, ne? Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir mal in den Lokschuppen, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Da ist der Lokschuppen. Was kostet denn uns so ein Zug, den wir jetzt hier nehmen wollen? Also das ist unser aktueller Glaube. Der fährt 45 km/h. Dieser hier fährt 50, kostet 728. Der hier kostet 787, fährt 40. Das wäre ein Abstieg in Anführungsstrichen. Dieser fährt 60, 1,6 Millionen und dieser fährt 100, aber 3,7 Millionen. Ich glaube, das wird uns zu teuer werden. Ich denke mal, wir bleiben bei dem 60er. Das andere ist zu wenig Level Up hier. Das sind 5 km/h mehr. 200 kW, der hat natürlich, okay, der würde den Berg viel flotter hochkommen, ist auch klar, ne? Aber ich denke mal, wir sind hier schon besser mit bedient. So, 60 km/h, das ist die passende Lok. Jetzt haben wir hier noch einen Güterwagen. Der fährt 60 und der fährt 100. Der würde uns jetzt nicht so ganz so viel bringen, weil nicht richtig genutzt. Das heißt, wir gehen auch auf den hier. So, das heißt, nimm mal die Lok gerade und ja, einer dran, zwei. Unser jetzigen Züge haben, glaube ich, 24, ne? Das bedeutet, wir würden auf jeden Fall noch einen dritten dabei nehmen, damit es mehr sind. Aber bei so einem Gefährt lohnt sich doch eigentlich nur so, oder? 44 sollten wir schon da mit 4 Anhängern fahren, denke ich. So, wie viel Geld brauchen wir dafür? Hier ist die Gesamtsumme 3,2 Millionen. Alles klar, dann werden wir jetzt erstmal schauen, dass wir die 3,2 Millionen aufnehmen. Leihen. 1 Million. 2 Millionen. 3 Millionen. Ja, 3,5 nehmen wir dann. Gut, da haben wir zwar einen großen Kredit zu bezahlen. Wieso geht hier Finanzen am Blinken? Achso, ich könnte zurückbezahlen. Nee, ich wollte gerade was aufnehmen, Leute. So, und jetzt nehmen wir den Zug, der da hinten ist. Der fährt gerade los und den verwalten wir und den tauschen wir aus. So, diese Lokomotive mit... Was haben wir gemacht? 4 oder 3? 4. Und dann austauschen. Ersetzen für 3,2 Millionen. Und weg ist die Kohle. Allerdings fährt er jetzt auch eine ganze Ecke schneller, denke ich. Okay, dem fehlen natürlich jetzt 20 Passagiere, aber das soll erstmal egal sein. Und der wird jetzt definitiv ja hoffentlich auch ein bisschen schneller dann ankommen. Erstmal mehr transportieren und schneller ankommen. Kann ich sehen, wie schnell der fährt? Ja, der rattert schon. 60 fährt er maximal. Und wir sind jetzt gleich auf 60. Sehr gut. Das geht berghoch und er fährt die 60. Das ist das Interessante. Hier wäre wahrscheinlich noch am besten zu sehen, wie schnell er denn wird, ne? Ja, Kredite haben wir geklärt. Wollten wir jetzt nicht ablösen, denke ich mal. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass unser Zug da ordentlich fährt. So. Und dieser hier. Ja, der fährt ja auch da, ne? Obwohl, jetzt hat er nur 16. Also, ja, hier würde ich jetzt auch noch keinen setzen wollen, einfach aus dem Grunde, weil der ja nicht immer voll ist, oder? Hier stehen jetzt mal gerade 11 auf der Linie. Und wir stehen jetzt hier. 37, okay, aber 54, das passt ja. Wir haben, glaube ich, 44, weil wir 4 Anhänger haben, ne? Er fährt hier auf jeden Fall mit 60 den Berg hoch. Ich glaube, der andere, der ist hier hochgekrochen, meine ich, ne? Der hatte halt kein Power, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, ob er es dann auch schnell hoch schafft. Also hier ist, glaube ich, die größte Steigung wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube ja. Er fährt auf jeden Fall noch mit 60 km/h. Das ist schon mal gut. Wird jetzt auch nicht langsamer. Das heißt, Dampf ist genug drauf. Sieht so aus, als ob er die 60 hält auch. Das ist schon mal gut. Ich glaube, jetzt kommt das steilste Stück vielleicht hier. Vom Geräusch her bleibt es gleich und von der Geschwindigkeitsanzeige ist es auch gleich. Sieht gut aus. Ich glaube, der zieht da hoch.
Aber jetzt hier wird es wieder flacher. Ja, das sieht so aus, als ob es rennt, ne? So, dann würde ich erstmal sagen, machen wir das zu, weil wir hatten ja hier drüben noch ein Fahrzeug, was hier anliefert. Und ich glaube, da fährt ja nur einer hin auf dieser Linie, oder? War das jetzt Linie 15 und Linie 16 hier? Ich dachte, wir hätten nur Linie 15. Linie verwalten. Ne, das wollte ich dann nicht. Okay, der bringt. Ach, hier werden. Das Holz wird hier hingebracht oder Bretter. Und die andere Linie ist dann Dingens, ne? Eisen. Ah ja, okay. Und dann müssen wir aber hier noch abholen, oder? Wie ist das? Das heißt, da fehlt uns noch die dritte Linie, wenn, ne? Aber wo soll der das hinbringen? Da hinten sind Zahnräder, Lightscow, also kann er auch da hinfahren, ne? Der war gerade hier. Hat 13.000 Kosten hier ungefähr. Ist gut. Ja, dann ist das erstmal okay. Jetzt wäre dann zu überlegen, dass die Stadt da hinten Lightscow wächst, indem wir da Zahnräder hinbringen. Wie sieht es denn hier mit aus? Die kriegen keine Zahnräder. Wer kriegt denn noch Zahnräder hier unten mehr? Ja, Hallandorf kriegt auch Zahnräder. Okay, aber wir bringen die erstmal nach Lightscow. Dafür brauchen wir noch ein Fahrzeug und eine Linie. Sorry. Und wir brauchen dann natürlich hier im Ort auch Haltestellen, wo man das ausliefern kann, ne? Wer wird das denn kriegen, sozusagen? Versorgung? Okay. 197 Einwohner. Ist mal zwischendurch runtergegangen. Lieferanten. Aber wo muss ich das abliefern? Hat da einer eine Ahnung? Wahrscheinlich einfach hier so eine Haltestelle bauen, wo man abliefern kann, ne? Straße, Gebäude, LKW in Ladehaltestelle. Ach, hier sehe ich sogar. Ist ja cool. Aha, vor allem hier hinten möchte man das haben. Also sieht so aus, als ob das ja alles abgedeckt ist, fast dann, ne? Bis aufs Wohngebiet. Wenn ich das hier hinsetze. Ich sehe sonst keine Zahnräder. Ich denke mal, wir können es dahin machen. So, das passt. Dann holen wir uns noch ein Fahrzeug. Fahrzeug kaufen. Und dann müsste ja dieser hier sein, dann der am besten unterwegs ist, ne? Alle Güter kann er. Kaufen wir. Straßenfahrzeug 20 kriegt eine Linie, und zwar eine neue Linie. Und zwar ist es die Linie von da nach da. So, Fliederweg, Pelling Süd. Lade, wenn vorhanden, nee. Vorladen einer Fracht. Ist das gut, wenn ich da. Maximale Haltezeit 3 Minuten. Das machen wir mal auf jeden Fall auf 90. Und dann soll er weiterfahren, wenn es da noch nichts gegeben hat, ne? Das passt erstmal so weit, denke ich dann. Jetzt müssen wir nur gucken, wo er ist. Müsste ja der hier sein, wahrscheinlich, ne? Ja, Linie 17 passt. Fährt natürlich jetzt hier zwar am Fliederweg vorbei, ist aber egal, weil er hier rumfahren muss. Wo ist er denn jetzt? Ach so, okay. Ja, aussehen tut das natürlich cool hier, ne? Muss man sagen, ne? Aber wir fahren vorweg, okay. Hier wäre jetzt Halt zu machen und zu entladen, ne? Da fährt aber weiter, weil da ja nichts ist. Jetzt biegt er hier links ab, sehr gut.
Okay, ich glaube, wir können das jetzt erstmal so lassen und schauen weiter, wie das mit den Waren klappt, ne? Den machen wir zu. Gehen noch mal hier hin. Wie viel haben wir denn hier? Wie viel ist denn hier produziert? Im Lager kein Brett. Also, liegt denn hier schon was? Jetzt haben wir hier ein Problem. Wir haben zwar eine Linie wahrscheinlich, aber wir haben gar kein Holz, was hier hingeliefert wird. Kann das sein? Doch, da ist ein Straßenfahrzeug drauf. Das bringt aber die Eisenteile. Das war Linie 15 und Linie 16. Ist da ein Fahrzeug drauf? Doch, da ist auch ein Fahrzeug drauf. Hat aber nichts geladen. Wo ist denn der? Da. Okay, der fährt weit, weit weg. Entschuldigung. Das bedeutet, wir müssen definitiv, weil der hier schon so weit, weit weg ist, ganz klar, da ganz schnell liefern. Das bedeutet, wir brauchen Fahrzeuge auf Linie 16. Geld haben wir noch was. Okay, das ist hier hinten zu machen. Fahrzeug kaufen, dieses kaufen und auf Linie 16 setzen. Und kauf gleich noch eins, weil ich glaube, das wird mit einem nicht hinkommen. 16. Und das andere kam wo weg? Die Eisenteile kamen hier weg. Machen wir noch einen mehr. Wie viel Geld haben wir? Wir haben noch genug Geld. Und da noch mal. Gut, das war Linie 16. Das andere müsste dann Linie 15 sein. Kaufen wir noch eins und setzen ihn auf Linie 15. So, dann sind da zwei drauf. So, Investitionen laufen. Jetzt muss nur vorangehen, ne? Das Problem ist, dass wir den einen Wagen jetzt natürlich hier durch die Gegend schicken und der prinzipiell. Warte mal, wo ist denn der? Vielleicht kann ich den noch schnell umdisponieren, erstmal eine Runde. Das ist Linie 17. Fahrzeug verwalten. Komm, das machen wir jetzt auf Linie 15. Lass ihn erst dahin fahren. Müssen nur auf dem Schirm haben, dass wir das nachher wieder umstellen müssen. Wenn. Er soll die andere Richtung fahren. Plinken Nord. Ist das hier? Ja, passt. Okay, der fährt jetzt einmal hin. Das müssen wir auf dem Schirm haben, dass das klappt. Gut. Dürfen wir nur nicht verpassen. So, wie sieht's denn mit ihm aus? Oh, 219.000. Das ist schon mal cool. Ich glaube, so viel stand da nie, ne? Da stand nur 80.000 oder sowas. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt ist nur die Frage, hoffentlich sind hier immer genug Passagiere, ne? So, Linie 4 sieht gut aus. Ja, das müsste aber gehen. Also hier unten geht's auf jeden Fall. Ist da gerade weggefahren und hier stehen schon wieder 42 noch. Und hier stehen jetzt 29. Das ist ein bisschen weniger. Vielleicht waren 44 zu viel und wir hätten nur 33 machen müssen. Aber er fährt hier voll da auch noch welche hin. Vielleicht wollen die auch durchfahren dann. Hier stehen jetzt nur noch 6. Okay. Das wird knapp. Unsere Straßenbahn hier fährt auch sehr schön durch die Gegend, ne? Da gab es, glaube ich, auch schon eine neue, ne? Details. Oh, die ist schon Zustand sehr schlecht. Fahrzeug verwalten. Okay, da gibt es schon mittlerweile zwei neuere. Die fährt auch schon 40. Kapazität 21, 255.000 ersetzen für 250.000 haben wir gerade nicht. Tja. Kann die dann fahren oder nicht? Aber da müssen wir elektrifizieren. Vielleicht klappt das dann nicht. Ja, das lassen wir mal noch. So weit sind wir, glaube ich, noch nicht, oder? Das kostet uns zu viel, lass das mal sein. Okay, das ist Linie 10. Der fährt nach hier wahrscheinlich. Ja, wir müssen definitiv die schlechten Fahrzeuge alle austauschen. Hier steht leider nichts gerade in dem Moment.
Er kommt hier auf jeden Fall, ja, jetzt fährt er gerade nur 59. Da muss wohl doch eine höhere Steigung sein. Aber der eine Kamera macht jetzt den Kohl nicht fett, ne? Dann können wir mit leben. Aber er hat 44 drin und das wird dann hier auf diese Zahl gleich bestimmt noch gut aufschlagen. Aber hier sind nur 29, also 44 gehen da nicht rein. Aber von da unten kommen sie dann hoch, ne? Da sind auf jeden Fall 44 schon am Stehen. Müssen wir gerade gucken. Ja, aber das ist ja schon mal ein Punkt, wo ich sagen kann, es geht voran. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir andere Fahrzeuge auch noch austauschen. So, diese Kutschen vielleicht, ne? Wie sind die Details hier? Auch sehr schlecht. Fahrzeug. Austauschen. Mit dem. Aber selbst die 38 haben wir gerade nicht. Okay. Ja. Aber gleich kommt ja der Zug hier an, ne? Wer kommt zuerst? Ah, ich glaube, der da oben, der 60er. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die Summe da wird. Vierhundertfünfundachtzig, eine stolze Zahl. Jetzt könnte der drehen, ja, macht er auch, passt. Und der andere kommt dann da unten an, dann ist auch gut. Sind aber nur 30 drin. Ja, aber das ist alles okay, sag ich mal, ne? Wir stehen hier. Ist das Linie 14? Ist die Frage, ne? Linie 11 ist das für die Bahn, okay. Ist die Frage, wo der eine ist, ne? Ah, der steht hier hinten wahrscheinlich hinter, ne? Jetzt müssten wir mal gucken. Wenn hier die ersten Materialien sind, müssen wir umschwenken, ne? Sagen wir mal, eher hier muss was stehen, ne? Was haben die denn? Nix. Wo ist denn hier ein Fahrzeug? Nirgendwo. Die fahren berg hoch. Die fahren berg hoch. Wer fährt denn berg runter? Keiner. Hier, der ist es, oder? Nee, der auch nicht. Der fährt auch kein Stahl. Das ist ein Bus, ne? Ja, oh, das ist der Postbus. 8 Passagiere, sehr schön. Die fahren alle berg hoch. Das heißt, jetzt ist erst hier einer von denen angekommen. Linie 10, ne? Ah, hier haben wir Linie 5. Ah, ne, das ist jetzt das Dingens hier. 22 Materialien entliegen hier aber schon mal. Und der fährt aber was anderes. Der fährt auch was anderes. Wo sind denn unsere Fahrzeuge, die hier das Eisen transportieren? Ist er das hier? Ne? Hä? Oder warte mal da nochmal hin. Linie 15. Wo ist denn der? Okay. 15. Jetzt sag nicht, das ist auch 15. Ne, das ist 12. Oh, das ist sehr schlecht, was da gerade läuft. Linie 16, ne, wollte ich nicht. Ich wollte Linie 15. Wo ist er? Er ist hier. Wo ist denn der jetzt lang gefahren? Ach so, da rum fährt man dahin, okay. Und das dritte Fahrzeug ist der. Der steht auch im Stau, alles klar. Also der erste ist jetzt gerade mal in Pellingen angekommen. Das ist ja wieder mal richtig toll, ne? Ich glaube, wir machen mal Stufe 3. Aber mitkriegen tun wir jetzt hier nichts, ne? Wie ist denn das mit dem Holz? Das ist Linie links, da Bums da. Linie 7. Hier sind welche, denke ich mal, mit. Linie 16, das müsste das Holz sein. Ja, da fährt der erste Holz-LKW. Ist das auch noch einer? Ne, das ist Linie 1. Und das ist Linie 7. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier aufs Fahrzeug.
Idealerweise auf dieses Fahrzeug. Aber warte mal, können wir das nicht hier an den Linien sehen? Fünf Bretter. Wofür ist denn das hier eingestellt? Ach so, weil die noch nicht haben, geliefert haben. Deswegen stehen die da, glaube ich. Ja, da steht noch das, weil es noch auf dem Hinweg ist. Der ist auch noch auf dem Hinweg. Und der ist der einzige, der in die andere Richtung ist. Und der müsste auch noch auf dem Hinweg dann sein. So sieht's aus. Deswegen stehen hier noch diese Holzbaumstämme. Okay. Ja, läuft noch nicht so rund, ne? Könnte ein bisschen mehr hier sein. Dadurch, dass wir ja noch kein Holz angeliefert haben, werden auch noch keine Zahnräder gemacht oder was es auch immer ist. Maschinenteile vielleicht? Ich weiß nicht. Wir stehen hier jetzt 29, zu wenig im Prinzip. Wo ist der Zug? Ah, der ist gerade hier oben wieder angekommen. Okay, da haben wir genug Geld gekriegt gerade. Oh, es gibt neue LKWs. 40 km/h. Benz Rung LKW und Benz Plan LKW. Sehr schön. Und wir haben 727.000 Einnahmen hier. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Und der rast hier jetzt runter, ne? Ja, der macht sich jetzt gut hier. Allerdings nur mit 26 Passagieren, wie wir gerade sehen. Das ist jetzt das Problem. Jetzt wird es schwierig. Jetzt müssen wir gucken, dass die Stadt wächst, damit sich das rentiert. Kohlebergwerk, da fährt auch einer lang, oder nicht? Nee, ne? Wer ist denn Abnehmer? Verlingen-Stahlwerk wäre Abnehmer. Und das ist da. Fährt da einer hin? Ich glaube nicht, ne? Nee, da ist ja noch gar keine Haltestation, oder? Das sollten wir hier auch noch einrichten und die Kohle dann da auch noch rüberbringen. Das bringt Geld. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.